Uhr aufgewacht und sind um 1,5 Stunden noch gebraucht. Alle sind hier mit dabei, man sieht nur nicht so wirklich viel, weil es dunkel ist. Ich werde auch das Licht hier ausmachen, weil es stört Papa. Okay, schön blau. Auf jeden Fall, ja, wir sind schon los und die Kinder haben schon allen Mörderhunger, die essen jetzt alle schon was. Also schön praktisch, dass wir die Schnitzel noch haben. Wir haben auf jeden Fall mega viel zum Essen mit. Da war aber dafür Gemüse eingepackt ohne Ende. Zwiebel, Gurken, Tomaten, Paprika, Nektarinen, Weintrauben, Birnen. Ja, wir sind auf jeden Fall aus. Verhungern werden wir bestimmt nicht. Wir sind nachher in Italien. Das Einzige, wir werden uns nochmal ein Kaffee holen, weil wir keine Milch mehr hatten. Zu Hause bei McDonald's holen wir uns nämlich einen Kaffee. Und ja. Es ist schon eine Stunde vergangen. Wir haben noch 9. Was? Eine Stunde schon vergangen. Ja. Wir waren zweimal Pipi, wir haben immer gegessen. Du warst doch gar nicht Pipi. Also ich war zweimal so. Zweimal, einmal. Wir wollten uns ein Kaffee holen bei McDonald's, hat aber noch nicht auf. Deswegen sind wir weitergefahren. Die Kinder schlafen mittlerweile. Also die zwei Kleinen, Lara und Lisa und der Patrick und die Michelle. Was am Handy. Und mir ist hier gestern am Abend eine provisorische Füllung rausgefallen. Super, braucht man bestimmt vor dem Urlaub. Ist doch schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zum Wehtun anfängt. Deswegen haben wir beschlossen, in Villach beim Zahnarzt stehen zu bleiben. Das ist der, Villach ist der letzte Ort, bevor wir Österreich verlassen. Und ja, ich glaube, das werden wir machen. Also ich habe mir schon ein paar Zahnärzte rausgesucht, wo ich dann anrufen werde. Und das Loch hier zuzumachen, weil so in den Urlaub fahren ist schon echt doof. Oder Schatzi? Ja, kann man nicht machen. Wir waren mittlerweile schon beim Zahnarzt und es ist alles dicht. Er hat mir das nochmal zugemacht und ich bin echt happy, dass ich im Urlaub jetzt nicht mit so einem Loch bei der Wurzelbehandlung herumlaufen muss. Und ich hoffe, das haltet, bis wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Ja, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, so eine kleine Pipi-Pause. Die Luisa hat sich... Wind der Rücken? Ja, also wenn das Navi das sagt, dann passt das schon. Passt aber die Straße irgendwie nicht. Wieso nicht? Sind wir eh da vorbeigefahren, oder? Sicher, passt eh. Und dann gehen wir wieder rüber und dann rechts. Schaut irgendwie anders aus. Auf jeden Fall, die Luisa hat sich voll mit Saft angepatzt. Deswegen trocknen wir gerade hier ihre Klamotten. Und ja, wir fahren auf jeden Fall weiter. Laut Navi sind wir erst in 7 Stunden da. Das wird was. Wir sind schon in Italien. Wir holen, Buongiorno a tutti. Una biglietta. Wir holen unser erstes Maut-Ticket. Also, wir sind noch nicht. Ja, wir sind in Italien, Schatzi, aber wir fahren ja noch ein Stückchen, weißt du? Bist du schon ungeduldig? Es dauert so lange. Aber die Lara ist super toll beschäftigt. Bis jetzt hat sie gemalt. Und was machst du jetzt? Spielen? Lara? Spielst du was? Nein. Ich suche mich jetzt. Ich suche meinen Schutzschrank. Die Lisa macht. Ja. Wer macht mich hier? So, nach 5 Stunden Fahrt machen wir so unsere richtige Pause, nicht unsere Zahnarztpause. Und wir werden jetzt was essen. Da drüben gibt es so Bänke. Da werden wir jetzt hingehen. Hier riecht es ein bisschen nach Urin. Ich glaube, ganz wenig. Die Leute bleiben hier einfach stehen, sind in der Raststation und pissen wahrscheinlich einfach. Ja, Mama. Deine Tasche machen wir. Ja, meine Tasche nehme ich. Habt ihr alles? Wo haben wir die Semmeln? Die sind da. Schaut sie kurz auf die Luisa, dann hole ich die Semmeln. Wie sie alle da sitzen, oh, und ihre Brote essen. Oh. Papa schmiert nämlich Leberwurst. Ja? Ja? Diese, machst du auch? Warte. Genau so aus wie unsere. Naja, gar nicht. Halt eine andere Farbe. Schaut mal, auf meiner Cola steht Ehrenfrau. Geil. Ich will ein Schnitzel. Willst du sonst noch irgendwer ein Schnitzel? Bei mir stand das. Die Schnitzel sind so lecker, Baba. Schaut mal, Baba hat sogar Zwiebel geschnitten. Und? Der Romera. Der Romera. Zwiebel. Aber ist lecker. Hm?
gute frische Nase. Ich küsse jetzt irgendwer. Joconda. Mama, ich verabschiede dein ganzes Brot. Wir essen Lüder, das haben wir manchmal noch so mit dem. Also? In der Hand. Nee. Ist lecker? Ja. Bitte. Was hat der Patrick gesagt? Ehrenfrau. So, meine Lieben, wir machen eine kleine Pause, eine Kaffeepause. Hey! Nicht tut nicht. Die Lisa ist gefahren. Oh, sehr brav. Sehr brav gefahren. Und wie schmeckt der Kaffee, Papa? Typisch italienisch. Das typisch italienisch ist nicht. Nicht bueno. Mama, bitte, ich bin hier nicht das. Alles außer bueno. Also so, so. Ich habe einen Kaffee und eine Kamera in der Hand. Bitte bring mich nicht dazu. Ja, das ist nicht so einfach zum Trinken. Ja. Nicht so leicht zum Trinken. Luisa, sitzen bleiben. Das schmeckt grauslich. Das schmeckt echt grauslich. So, bevor wir losfahren, gehen wir noch schnell auf die Toilette. So, Raum. Warte, wir treffen uns wieder hier. Michelle, Schlange. Mega Schlange, ne? Wie immer. Aber es geht eh schnell, schau. Du, Michelle so. Lass mich durch, ich bin die Michelle, du bist klug. Könnt ihr es glauben, wir verlassen die Autobahn. Das Ticket ist da drinnen im Handschuh. 6 Minuten. 6 Minuten noch? Ja. Da bin ich mal gespannt. Sicher ein 100er, oder? Nein, so 80 vielleicht. 80? Nein, ich sag 100. Was sagst du, Patrick? 90. So, da bin ich aber gespannt, was du zahlen hier, dieser Preis. Amigo. Hola, amigos y mis. Español? Wo stecke ich diese Ticket? Ja, bitte. Hier, oder? Wo? Ja, da! Ja, wo? Warte, ich bin da. Papa, du bist erstmal auf Germany, oder? Ist doch wurscht. 51, 20. Wie, also 51, ja, stimmt. 100 Euro ist ja hin und retour. Aber ich habe mich vertan. Ich meinte hin und zurück für Papa. Habe ich gewonnen? Ich und der Papa haben gewonnen.
Also, wir sind jetzt angekommen und ich habe jetzt die Pässe und werde jetzt rübergehen und Check-in machen. Also Check-in ist es ja nicht so richtig, aber Schlüssel für Apartment holen. Das muss man dann eben bei diesem Hotel machen. Zeige ich euch gleich. Dreh ich um. Da, in diesem Hotel, mache ich dann die Anmeldung. Ich sag's euch, ich fühle mich gar nicht so, ich fühle mich jedes Mal wie zu Hause. Wir waren schon so oft hier, dass es sich wie zu Hause anfühlt. So, mal gucken. Wow. Oh mein Gott, es ist einfach wie nach Hause kommen. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so, natürlich fühlt es sich wie schöner Urlaub, Entspannung und Freude an. Aber es ist wirklich wie nach Hause kommen. Wir sind schon, wir haben einen Hochstuhl für die Luisa. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass wir einen Hochstuhl haben. So, Fokus. Ich zeige euch noch schnell das Apartment. Wir haben auch explizit dieses verlangt, weil wir das kennen. Wir haben schon so oft hier geschlafen. Schatzi, wir haben sogar einen Hochstuhl. Was? Aber das war nicht so. Tschüss. Lisa? Tschüss. Papa, schau dir Lisa an. Papa. Lisa, Baba. Hey, so groß bist du geworden, Lisa. Baba. Papa. Hallo. Mama, da ist ein Baby, sagst du. Wir haben das auch wieder ein Baby. Ja. Ich sehe das kommt. Luisa, nein, geh runter. Geh runter. Ich habe Angst auf dem Sessel. Und Balkon und so. Das ist so. Mama, nackig. Nackig? Gehen wir dann zum Meer? Ja. Ja? Ja? Sagst du nicht? Erst morgen gehen. Schwimmen, aber wir gehen spazieren. Ja. Luisa, setz sie. Ich will aber schon Schwimmbad. Du magst ins Meer? Ja, komm. Ich zeige euch mal schnell. Soll ich euch eine kleine Roomtour wiedergeben? Mama macht jetzt im Meer. Luisa, komm mit. Komm, schauen wir mal unsere Zimmer an. So, meine Lieben, ich zeige euch jetzt eine kleine Roomtour wie immer. Wir haben hier den mega Balkon, wie ihr sehen könnt, und auch mit super Blick zu unserem Auto. Luisa! Die Luisa hat so die Freude daran. Dachbox aufräumen geht auch super fix. Und wir müssen, also, wenn man jetzt in ein Hotel schlafen würde, fände ich das schon anstrengend, wenn man da jetzt mehrere Wege gehen müsste. Aber wir parken hier und gehen so plupp schon drinnen. Deswegen eigentlich ziemlich praktisch. Komm, Lisa. Lara, bitte nicht auf der Straße herumlaufen. Komm mal rein. So, dann zeigen wir. Komm, Lisa, zeigen wir. Zeigen wir den Zuschauern, wo wir wohnen? Ja? Ja, dann zeigen wir euch mal hier das Apartment für die Leute, die das noch nicht kennen von den letzten Jahren. Hier ist auf jeden Fall unser Wohnzimmer mit einer ausziehbaren Couch. Dann haben wir hier einen riesengroßen Flachbildschirm, den wir eigentlich nie benutzen. Dann, ja, mit einem Tisch, wie ihr sehen könnt. Hier essen wir aber nie. Hier parken wir eigentlich immer so unser Kram, weil wir essen immer draußen. Wir frühstücken nämlich nur zu Hause. Sonst essen wir Mittag und Abendessen eigentlich immer auswärts. Gell, Lisa? Na komm, Lisa ist auch so happy. Dann kommen wir hier zur Küche, die wir auch nie benutzen. Lediglich den Kühlschrank. Da kühlen wir unsere Getränke, aber Kochen und Sonstiges nutzen wir nicht. Lisa, komm. Komm mit, zeigen wir unsere Zimmer. Komm mit. Der Patrick wird wahrscheinlich auf der ausziehbaren Couch schlafen. Letztes Jahr haben hier Lara und Michelle übernachtet. Aber diesmal wollen die im Bett schlafen. Wir haben das nämlich letztes Jahr so gemacht. Also hier ist ja das Kinderzimmer. Michelle, schau kurz auf die Luisa. Hier ist das Kinderzimmer und letztes Jahr war mir die Lara zu klein und ich dachte, dass sie aus dem Bett fällt. Aber dieses Jahr möchten die Mädels hier schlafen. Deswegen wird die Michelle wahrscheinlich hier schlafen und hier wird dann die Lara schlafen. Oder vielleicht tauschen sie nochmal. Werden wir dann eh noch sehen. Und dann, das ist unser Schlafzimmer. Ja, also hier Schlafzimmer von Mama und Papa mit Luisa. Super großes Bett. Hier müssen wir noch ein bisschen aufmachen. Ja. Was denn? Hier schlafen wir. Hast du Kaka gemacht? Ja. Ja? Ja. Darf ich mal riechen?
Sie ist happy, hat mich geküsst. Habt ihr gesehen? Luisa kann schon echt gut sprechen. Luisa, sagst du mal Mami? Bist du happy? Gefällt es dir hier, Baby? Mm-mm. Das, ist das schön hier? Ja. Ja? Hier tun wir... Hier schlafen wir, oder? Aber später. Ja, Mama und Papa und Luisa. Hier haben wir dann unseren Schrank. Papa geht lang. Ja, na komm, zeigen wir noch weiter. Machen wir eine Tour. Ja, hier haben wir dann unsere Klimaanlage, die sehr wichtig ist. Hier noch ein Schrank für die Kinder. Und, hier ist Kacke. Hier haben wir ein Badezimmer. Toilette, BD, eine Dusche. Ein Waschbecken, eine Waschmaschine, aber haben wir auch nie genutzt. Wir haben jetzt alles draufgetragen, besser gesagt der Papa und die Kinder. Und ich werde jetzt ein bisschen so uns einrichten, damit wir uns ein bisschen wohnlich fühlen. Und ich zeige euch mal, also ich werde mir mal ein bisschen die Küche, Sachen, die wir quasi an Lebensmitteln schon mit hatten und mit haben, werde ich schon ein bisschen hier in die Küche herstellen. Zucker haben wir mitgenommen, weil wir unsere Kaffeemaschine auch mitgenommen haben. Die Chips noch von der Herfahrt und das Ganze an Lebensmittel, was hier noch so mit haben, werde ich auch gleich einkühlen. So. Luisa ist so happy, die umarmt einfach jeden. Oh. Was siehst du immer weh? So, jetzt bin ich im Schlafzimmer und ich werde einfach diese Taschen, so wie sie sind, da reinheben, habe ich mir jetzt gedacht. Gar nicht großartig auspacken. Das kann gar nicht sein, ich habe auch eine. Noch eine, ich habe zwei. Da sind ja noch welche, schau. Das ist meine, was ist da? Das ist Papa. Mhm. Oder Patrick. Patrick ist das. Patrick. Fertig mit Auspacken, Einrichten und Co. Jetzt gehen wir kurz zum Supermarkt. Komm, Lara. Ah, ich bin gerade ein bisschen richtig müde, richtig geschlaucht. Boah. Nicht so viel geschlafen. Und die Lara zieht sich. Patet, sag ich mal, wie das ausschaut, was ich da sehe. Schaut mal, wie schön es hier ausschaut. Mit Palmen. Und die Lara zieht mich. Und mit wunderschönen Blumen. Wir haben uns jetzt nicht umgezogen, nicht geduscht. Wir gehen jetzt mal einfach zum Supermarkt, weil sonst sperrt er zu. Wir brauchen was zum Trinken, oder? Mhm. Und irgendwas zum Frühstücken, weil wir haben kein Brot mehr, oder? Außer Semmeln. Nein, kein Zug, Lara. Zu. Sperrt zu. Zu? Zu. Ein paar Semmeln haben wir noch. So, wir sind jetzt im Supermarkt. Die Italiener können mit ihrem Brot uns jetzt nicht so gerade von den Socken hauen, aber ja, müssen wir halt zurechtkommen. Oder Michelle? Was ist das denn? Irgendwie ist das immer so ein bisschen so hart, das Brot, gell? Ist über uns so frisch. Lara, lass die Luisa, du sie jetzt nicht auf Ganzen. Hier haben wir eine Melone mal genommen. Luisa ist sitzen bleiben. Oh ja, aber ich. Wir brauchen wieder Cosplay. Ja. Oh, schaut mal, wie geil. Wo ist die Lara? Ein was? Nein, Lara, wir gehen dann was essen. Dann kannst du davon dann was Süßes haben. Am liebsten gegessen habe. Welche magst du? Such den? Okay. Entschuldigung. Nimm halt so einen. Aber für die Lisa nehme ich auch so einen. So ein. Schau, Lisa, sowas, ja? Komm, kannst du das ins Korbel geben? Dann sie nehmen halt so eine 1,6 fette Milch. Dann ist sie nicht so eklig. Da sind wir jetzt auch im Paradies, wir als Naschkatzen. Und dann nehmen sie jetzt noch Cornflakes. Was ist denn mit Kellogg's Schokopops? Sind die nicht gut? Dann nehmt euch so eine. Es ist ohne Palmöl, schau.
Okay. So, meine Lieben, wir haben jetzt die Sachen ins Zimmer gebracht, die Einkaufssachen, und jetzt gehen wir zum Strand, also zum Meer runter. Mir ist alle Schuhe ausgezogen. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Angenehm, Papa. So. Guck mal deine Füße da runter. Oh, das ist zu kalt jetzt. Papa, kannst du vielleicht den Babykalb ziehen? Ah, schön. Warte, zieh die Schuhe aus, Schatz. Das Meer. Hey, das Wasser ist ja urkalt. Hey, ah, meine Hose wird nass. Hinter dir. Was finden wir? Muscheln. Ja, da. Ja. Welche war das? Nein. Wir sind jetzt gerade mega traurig. Unser Lokal, wo wir jedes Jahr das Beste essen. Wir freuen uns schon die ganze Zeit auf diese frittierten Kalamaris und Fischchen und so. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Und das ist Baustelle hier. Die verkaufen das gerade. Wir sind gerade so mega enttäuscht. Ich habe kein Internet. Kein Internet? Warte, hast du Internet? Kein Akku mehr? Ich habe kein Internet. Scheiße. Hast du Internet? Ich habe kein Internet. Ich habe kein Internet. Baba. Du musst das WLAN ausschalten. Luisa? So, meine Lieben, wir sind mittlerweile schon zu Hause und ich versuche die Luisa jetzt schlafen zu legen. Ich werde mich einfach vom Vlog verabschieden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein da. Und gute Nacht. Was ist los? Hilf dir der Lara, bitte. Gute Nacht, meine Lieben.